Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Und zwar zum Video 132. Und wie jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da, als wie auch heute ein wunderschönes Deutsch. Ein Tag vor Heiligabend bin ich für euch natürlich wieder da und möchte euch das zeigen, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Das heißt, alles, was ich in den letzten 7 Tagen so gemacht habe, abzüglich meiner Zeit für den Videoschnitt, das zeige ich euch heute. Aber ich muss dazu sagen, das, was ich heute gemacht habe, habe ich einen etwas längeren Zeitraum gebraucht dazu, weil ich musste wahnsinnig viel kleben. Ich weiß, es widerspricht dem bisschen, was ich kurz davor gesagt habe, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Das ist ehrlich gesagt in den letzten 14 Tagen entstanden. Zwischenzeitlich habe ich ja noch das Problem mit meinem Signal behoben. Ja, musste auch sein. Und ich hatte Zeit, ich wollte eine Probefahrt machen, habe drauf geguckt, denke, da fehlt ja was, aber das war letzte Woche. Diese Woche kommen wir mal zu diesem Video, was ich hier im Hintergrund gerade schon abspiele. Und zwar zur rechten Seite, wo ich endlich kreativ werden kann. Das heißt, anfange kreativ zu werden. Fertig wäre ich damit heute sowieso nicht, auch wenn es 14 Tage gedauert hat. Ja, das dauert halt alles seine Zeit. Ihr seht schon, ich mache wahnsinnig viel mit Weißleim. Fast alles mit Weißleim. Ich klebe da sogar nachher später Steine mit fest. Ich weiß gar nicht, ob man das hier im Video sieht. Wunderbares Zeug. Also viele, die das Weißleim-Dingens-Zeugs da so ein bisschen alles verteufeln, ich mag es wirklich sehr, sehr gerne, weil das klebt wirklich wie Bombe. Während man, wenn man Steine festklebt, da kommen wir nachher nochmal drauf mit Heißkleber, das klebt an den Stein nicht so richtig. Ja, wenn dann noch eine kleine Schicht von irgendwelchen, wie soll ich jetzt sagen, Staub dran ist oder sowas, das klebt nicht richtig. Da ist Weißleim wesentlich besser, da vermischt sich mit allem und dann ist gut. Was baue ich jetzt hier gerade? Hier baue ich eine Halterung für die für den Hintergrund, den ich eben kurz gebastelt habe im Vorfeld. Das ist ein ähnlicher Hintergrund, wie man auch schon auf der linken Seite hinter den Arkaden sehen. Hier ist praktisch von meiner Türseite, was wir hier rechts sehen, bleibt das dort offen. Da wird vielleicht später mal eine Art Plexiglas hier, genau wenn ich da reingucke, das wird rechts natürlich noch gestaltet, ist klar. Vielleicht eine Plexiglasplatte davor kommt, vielleicht noch eine Beleuchtung rein. Ich weiß es nicht, ob ich da Licht reinmache. Auf jeden Fall wird das mit einer kleinen Plexiglasplatte festgemacht, die vielleicht auch wieder mit Magnete plus hält. Wunderbares Zeug und baue ich hier fast alles mit. Hier haben wir jetzt noch mal eben gesehen, den Deckel, den ich über die Arkaden baue. Das heißt, die Landschaft, die da oben drüber geht, die wird ja mit dem Deckel abgedeckt, den ich dann abnehmen kann. Wie so ziemlich alles, damit ich da überhaupt noch rankomme. Ihr wisst ja vielleicht aus vorangegangenen Videos, dass man da auch noch rankommen muss. Ja, und jetzt baue ich im Grunde genommen für den Vordergrund, Entschuldigung, mich juckt es an der Nase, in dem Vordergrund, meine Katze war gerade hier, das ist bestimmt ein Katzenhaar. Wo bin ich jetzt stehen? Ach so, ja, was ich jetzt hier gerade mache, dieser Streifen, den ich hier jetzt gerade da zurecht löte, nicht löte, hier wisst schon, mit so einem heißen Stift da wegmache. Das wird die Böschung sozusagen, die jetzt hier vorne mit drankommt. Die Böschung, die wird mit abnehmbar sein, und zwar mit der grünen Platte, die den Untergrund da unten darstellt. Das kennt ihr ja vielleicht noch, oder wer neu ist, weiß es nicht. Die Platte kann ich also rausnehmen, so wie alles andere ich auch hier abbauen kann. Und da kommt das praktisch auf den Untergrund unten mit drauf. Und wenn ich die Platte dann rausziehe nach rechts, vielleicht sehen wir es sogar noch im Video, ich weiß es gar nicht, ob ich es reingeschnitten habe, dann, hier vorne macht sie übrigens einen kleinen Bogen unten links, ja, da musste ich wirklich mit den zwingend das da schön festmachen, dass es schön bündig nach vorne dran ist. Hier nehme ich gerade den Deckel ab und da, wo die Steine drauf liegen, haben wir ja gerade das festgeklebt. Und jetzt will ich sozusagen hier, dass wir den Deckel abnehmen, haben wir gerade selber gesehen, oder? Was ich immer alles hier erzählen muss. Von der Portalseite möchte ich jetzt natürlich auch mit Stein gestalten. Auf der linken Seite und auch unten rechts auf der Seite sind alles Echtsteine. Das möchte ich natürlich fortsetzen. Ich fange jetzt hier nicht an, plötzlich mit anderen Steinvariationen zu arbeiten. Das gefällt mir nicht. Ich habe mir zwar neulich jede Menge von diesen Knitterfelsen gekauft. Ich weiß gar nicht, ob ich sie jemals verwenden werde. Mal sehen. Wir werden sehen, was ich damit mache. Und ja, ich stehe auf Echtsteine. Man sieht es ja hier vorne links, das sind natürliche Steine, das sieht man, da ist nichts Künstliches zusammengeknault oder sowas. Ich weiß es nicht, es sieht bestimmt schön aus, wer das macht. Vielleicht mache ich es auch, wie gesagt. Ja, also ich muss da erstmal ein bisschen rumtüfteln, rumprobieren mit. Mir ist es ein bisschen zu hell mit den Knitterfelsen, aber ich schweife gerade ab. Aber gut, es zieht sich ja sowieso gerade im Hintergrund ein bisschen in die Länge. Und da mache ich natürlich in den Hartschaum mit diesen. Ja, es ist ein heißer Stift, würde ich das bezeichnen. Ich weiß gar nicht, wie das Set heißt. Auf jeden Fall ist da ein Heißdrahtschneider drin und dann gibt es halt die Dinger, wo ich vorne diese Aufsätze austauschen kann, um da so ein bisschen
umzubrennen an den Zeug da, an den Hartschaumblatt. Macht sich sehr, sehr gut. Der kurze, der ist relativ heiß, weil er wahrscheinlich so kurz ist. Und der lange Aufsatz, den dazu gibt, der ist nicht so heiß. Damit kann man so ein bisschen besser schneiden. Aber für hier war es gerade richtig. Es sieht zwar etwas wüst aus, wenn ich das so mache, aber es ist ja nicht so gewollt, es hätte ordentlicher sein können. Aber wenn da jetzt ein Stein davor kommt, wie wir das jetzt hier gerade sehen, dann ist es sowieso egal. Im Gegenteil, wenn das so ein bisschen ruspelig und rau im Hintergrund ist, dann haftet der Kleber natürlich viel besser. Ja? Und hier auf der rechten Seite, da sieht man, dass der Hartschaumblock sich noch ein bisschen bewegt. Der ist da reingesteckt, sehr, sehr eng reingesteckt, sodass ich auch einen Stein dran kleben kann. Hier kann passieren, dass ich später mal, irgendwann, nicht jetzt sofort, da noch ein zweites Portal einbaue, dass dort an die Stelle vielleicht ein Falakar-System Fahrzeuge reinfahren. Ich muss aber erstmal sehen, ich will erstmal jetzt das Gelände auf der rechten Seite so fertig machen, beziehungsweise den Untergrund für das Gelände fertig machen, dass ich sagen kann, so, die rechte Seite ist erstmal abgeschlossen, nicht abgeschlossen mit der Bauart, sondern erstmal die Geländegrundstruktur steht. Ich habe ja noch auf der anderen Seite wahnsinnig viel zu tun, das wisst ihr vielleicht selber. Und da kommt auch wieder Ähnliches dran, da muss ich auch wieder mit Hartschaum bauen. Ich hoffe, das wird euch nicht zu langweilig. Wenn, dann schreibt es mal rein, wenn ihr sowas hier nicht immer sehen wollt, obwohl das gerade mal die zweite Folge ist davon. Dann schreibt mir es mal in die Kommentare, aber es ist halt ein Wochenupdate, was will ich machen? Ich will sowieso im nächsten Jahr mal ein bisschen was an meinem Kanal verändern. Ich weiß noch nicht genau wie und was, ob ich die Ausstrahlfrequenz verändere oder ob ich das so lasse. Lasst mich mal wissen, ob das so in Ordnung ist, wie ich es mache, einmal wöchentlich. Oder ob ihr sagt, ach Mensch, deine Fortschritte sind mir alle viel zu klein. Oder irgendwas in der Art, lasst mich einfach mal wissen. Schreibt mir es bitte mal in die Kommentare rein. Und damit ich mal weiß, wo so ein bisschen der Fokus liegt, in welche Richtung es gehen soll. Bis jetzt war ja mein Gedanke immer so, dass ich euch alles zeige, was ich letzten Woche gemacht habe. Natürlich kann passieren, dass da ab und zu mal was sich ähnelt, ja, weil man ja doch für manche Projekte länger braucht. Ich sehe natürlich zu, dass ich immer Abwechslung reinkriege. Deswegen bringe ich auch immer ein anderes Thema mal zwischendurch, während ich hier was baue. Dann möchte ich euch natürlich da ein bisschen unterhalten und nicht nur langweilen, weil ansonsten kann ich es ja auch lassen. Ne? Ansonsten baue ich mal 5 Jahre meine Bahn und zeige euch danach, was ich gemacht habe. Wäre auch eine Variante. Möchte ich aber nicht. Ich möchte das gerne teilen, was ich hier so alles mache und was ich friemle und was ich bastle. Und mir macht es jedenfalls Spaß und das ist die Hauptsache. Ich hoffe, euch auch. Ja, ihr Lieben, hier im Hintergrund schnitze ich jetzt an meinem Deckel rum. Viele werden vielleicht gedacht haben, keiner hat es geschrieben, aber vielleicht hat es manch einer gedacht, was ist das da für ein fetter Aufbau vorne dran? Wie sieht denn das aus? Die Arkaden, das sieht man ja gar nicht richtig. Obwohl ich sagen muss, und da bin ich euch wirklich, wirklich dankbar für, dass die Videos hier, wo ich so bastle, also immer zwischen 98 und 100% positive Resonanz haben, auch in Form der Däumchen, die man so verteilen kann. Da bin ich euch wahnsinnig dankbar für. Das macht natürlich Spaß. Und aber trotzdem kann ja manch einer denken und sagt, Mensch, was macht er denn da und will es bloß nicht in die Kommentare schreiben oder ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es ist schwierig immer einzuschätzen, was man will und was man nicht will. Aber wie auch immer. Im Hintergrund muss ich übrigens wieder mal einen Schaden beheben. Da war ich so fleißig, da war nämlich vorher noch ein Stück Styrodur dran. Das habe ich so mit dem Messer abgeschnitten. Ja, und da war das Kabel dazwischen von meiner Untergrundbeleuchtung. Aber okay, löt mal einfach mal schnell zusammen und gut ist mit der ganzen Geschichte. Das dazu. Jetzt, wie gesagt, schnitze ich an diesen ganzen Styrodur. Nee, das ist kein Styrodur. Es ist nicht von BASF, ist glaube ich Styrodur. Es ist Hartschaum. Einfach nur Hartschaum. Richtig geniales Zeug, was ich da habe. Das ist richtig schön stabil. Obwohl ich, ihr werdet sehen, im dritten Teil von dem Bau mit den grünen Hartschaum, da bin ich jetzt gerade dabei oder habe es auch schon zum größten Teil beendet, noch ein bisschen was in die Stabilität reinbringe. Das werde ich euch aber zeigen, wie ich das mache. Das kommt dann so im nächsten Jahr. Für die nächste Woche habe ich noch ein ganz anderes Thema für euch. Das ist dann kurz vor Silvester. Da muss ich ein bisschen mal was anderes machen. Das zeige ich euch dann in der nächsten Woche. Freut euch drauf. Ja, hier schräge ich jetzt vorne die Böschung erstmal grob an mit dem Messer. Dasselbe hinten zum Eingang der Arkadenportale dort, ne? Oder nee, Portal ist ja, ihr wisst schon, jedenfalls die Bögen da. Das sind, glaube ich, die Arkaden. Auch nach dort unten anschrägen, da soll ja dann die Landschaft reingehen sozusagen. Da ist ja dann auch Erde, was da ausgestreut wird. Da wird vorne natürlich ein Übergang sein, den werde ich schön kaschieren. Ihr werdet sehen, da gibt es wahnsinnig viele Übergänge sowieso irgendwo dazwischen. Und hier sehen wir schon auf der rechten Seite, wie ich auch dort die Landschaft schon anfange einzuschnitzen und auszuschnitzen. Das bleibt nicht so, auch wenn das schon recht nett aussieht da mit den Felsen oben.
Also ist nur der Untergrund, da kommt nachher der richtige Lager, kommt nachher nach oben drauf. Rechts an dem Portal, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen rumfummeln müssen, ein bisschen rumbasteln, was einfallen lassen, wie den Zug da verschwinden lasse, was ich für ein Portal ranbaue, weil es ist ja eine Schräge, wie wir sehen. Und da muss ich mal gucken, wie wir das irgendwie schön machen. Wenn jemand eine Idee zu so einem schrägen Tunneleingang hat, geben immer her damit, immer rein in die Kommentare oder auch manche schicken mir immer mal eine E-Mail, da freue ich mich auch sehr drüber. Das könnt ihr natürlich jederzeit machen, da bin ich immer glücklich drüber. Und ja, ihr seht schon, mit einem kleinen Messer fange ich jetzt hier an. Aber an der Stelle, wo ich gerade rumschnitze, geht's in der dritten Folge, ist dann Anfang Januar, geht's dann weiter. Da wird natürlich ganz anders oben aufgebaut. Ihr werdet sehen, es hat dann so ziemlich gar nichts mehr damit zu tun, was ich jetzt hier gerade mache. Ja, es gibt noch viele schöne Sachen. Ich möchte jetzt nicht versäumen, euch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ganz frohe, besinnliche Tage. Verbringt es mit euren Lieben. Macht euch schöne Tage. Macht euch ein schönes Wochenende. Ist ja leider übers Wochenende dieses Mal, können wir nicht viel machen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns nach Weihnachten wieder. Und dann sehen wir uns in diesem Jahr noch einmal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis Freitag in einer Woche, 16 Uhr, ist euer Olli wieder für euch da. Macht's schön gut. Bis dahin. Tschüss.